Halt besser. Da wir jetzt wissen, dass die Quest verbuggt ist, dann Autosave. Dann töten wir den Geist. Ja, ich hoffe, das bringt was. Finde ich zwar schade, so hätte es nicht ausgehen müssen, aber sie ist eine böse Kreatur, unnatürlich und so. Stirb, untotes Scheusal. Nein, die Monster sind wieder da. Aaron, Hilfe! Wow. Wiedergänger. Kurz zurück! Kein Schaden! Waffe unwirksam. Du bist ja ein komischer Kauz. Ihr stört mich schon Das wieder. bedeutet, der ist nur durch magische Waffen verwundbar. Das wiederum bedeutet, wir haben ein Problem. Sagt mir, was zu tun ist. Nur durch Magie versch. Ja, der Kampf ist nicht lösbar. Wir haben keine magischen Waffen. Mist. Gut. Diesmal akzeptiere ich mein Schicksal. Wir kommen wieder, wenn wir stärker Ich hoffe, sind. das bringt was. Ein Wiedergänger wird sie dann. Wiedergänger sind starke Untote. Gehen wir mal in den nächsten Abschnitt hier gleich nach rechts. Feinde haben euch aufgelauert. Verteidigt euch. Ich kümmere mich drum. Ich höre schon wieder Magie. Der Bär bleibt friedlich, weil ich Druide bin. Juhu. Ogamagus, jetzt habe ich es gesehen. Da stand's, Ogamagus. Mit einem Ogamagus lege ich mich hier jetzt noch nicht an. Übertreiben müssen wir es ja nicht unbedingt. Ist schon geschehen. Oh, gut hier. Neues Gebiet. Was warten hier für Schätze auf uns? Abenteuer, Begegnungen, Monster. Ja, zugegeben, die Wahrscheinlichkeit, dass hier am Rand, wenn ich entlang laufe, was passiert, ist geringer, als wenn ich querfeldein laufe. Oh. Wer bist du? Albert. Hier, mein kleines Hündchen. Los, komm schon mit nach Hause. Entschuldigung, es tut mir ja schrecklich leid, euch zu stören. Aber könnt ihr mir helfen? Ich habe meinen Hund verloren und kann ihn nicht wiederfinden. Er hat wahrscheinlich schon schreckliche Angst. Psst. Klar, mein Kleiner, wir helfen dir gerne. Woran kann man ihn denn erkennen? Ihr helft mir? Oh, ich danke euch vielmals. Es wird alles wieder gut. Der arme Ruffy ist fremde Orte und Leute einfach nicht gewohnt. Ihr werdet ihn bestimmt erkennen, wenn ihr ihn seht. Denn was Niedlicheres gibt es nicht. Hier, nehmt dies. Ist sein liebstes Spielzeug. Er wird euch für Freunde halten, wenn ihr das in den Händen habt. Nochmals vielen Dank. Was habe ich denn bekommen? Kauspielzeug. Okay. Ruffy. Der verschwundene Hund. Dann gehen wir uns. Ein kleines Kind hier in der Gegend. Oh, was ist denn das? Ein riesiger Riss? Oder ist es ein Berg? Oh, wen haben wir denn da? Wer bist denn du? Warum läufst du auf mich zu? Ja, selbstverständlich. Ja, ich bin dabei. Was möchtest du von uns, bitte? Berühren Sie mich nicht. Sie sind nicht sauber. Oh, toll. Haltet ein, Reisende aus dem Norden. Ihr dringt recht weit in amnisches Gebiet ein. Vielleicht seid ihr gekommen, um unsere Truppenaufstellung auszuspionieren, die ihr hier vermutet. Ist schon komisch, was für dummes Zeug ihr Barbaren aus dem Norden manchmal im Kopf habt. Ich bin es satt, von jedem aufgeblasenen Narren, der mir über den Weg läuft, beleidigt zu werden. Zieht eure Schwert.
Gut. Mir scheint, wir sind über ein paar Berserker gestolpert. Ich ahnte es schon, als mir soeben euer Geruch entgegenkam. Euer Verhalten hat meine Vermutung bestätigt. Delgold, Alexander, lasst uns mit diesen Bauern kurzen Prozess machen. Bauern, Buzurk, ich werde euch schon zeigen, wer hier ein Bauer ist. La los, greift an. Gut, dass ich ein Stückchen zurückgegangen bin. Alles beide. Ach, das ist doch scheiße, dass Vikonia immer gleich tot ist. Ja, fress deine Tränke. Mich schon wieder. Dann machen wir es halt anders. Sagt mir, was zu tun ist. Deine Tränke helfen zwar vielleicht gegen normale Angriffe, aber. Was gibt es? Imperium. Du willst jetzt nicht wirklich mitten im Kampf reden? Ich muss euch danken, Shadow. Es läuft sich leichter, seitdem wir miteinander gesprochen haben. Vielleicht wissen wir einfach noch nicht genug übereinander. Als ob es über einen närrischen Menschen wie euch etwas zu wissen gäbe. Ich wollte euch nur sagen, dass ich euch gerne von meiner Heimat erzählen würde. Wenn ihr davon hören wollt, fragt mich einfach danach. Gibt es denn so viel Interessantes darüber zu hören? Pah, hört euch das an. Es ist die Geschichte eines Zwergenclans, Shadow. Eine größere Geschichte gibt es nicht. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Fragt mich ganz einfach. Nicht hier mitten im Kampf. Ich warte. Sänger der Kalesma. Meine Klaue wird euch zurechtstutzen. Du heilst dich jetzt immer mal wieder. Und dann Segen bitte auf die ganze Truppe. Oh. Oh. Verdammt, durch ihre Tränke ist sie einfach übermächtig. Viel mehr kann ich nicht aushalten. Was wollt ihr? Das stimmt leider. Viel mehr das kann ich nicht aushalten. Leider immer noch. Sah? Hm? Alles klar. Was vielleicht klappen könnte, Befehl. Wie sieht denn die aus? Ist sie schon mal getroffen? Schwer verletzt. Das ist schon mal. Ihr geht mir langsam auf den Geist! Besser als nix. Sänger der Nacht, möge die Dunkelheit herrschen. Ich muss sie mit Zaubern echt bombardieren. Ich krieg sie sonst nicht Was klein. Was denn jetzt schon wieder? Gut, dass ich sie weggelockt hab. Olos sah wie... Ich hab gewusst, dass sie schon wieder gleich getroffen wird. Ich bin bereit. Ich hab keine Zauber mehr, aber du. Magische Geschosse, weiter. Viel mehr kann ich nicht raus mit, wenn ihr wünscht. Ihr geht mir langsam auf den Geist. Ich treffe die einfach nicht. Was soll ich tun? Jael Kales? Oh, mein Gott, das war... Mit dem letzten magischen Geschoss habe ich sie noch besiegt. Das war kein angenehmer Kampf. Und gleich mal wieder ein Gespräch. Jetzt unterhalten sie sich schon mitten im Kampf. Ich verstehe nicht, warum ihr darauf besteht, vor mir zurückzuschrecken, Kind. Stößt euch meine Rasse wirklich so sehr ab, dass ihr so ausweichend seid? Nein, naja, irgendwie. In Kerzburg habe ich über die Drow gelesen, ziemlich finsteres Zeug. Wenn ich mich recht entsinne, sind nicht alle Drow darauf aus, die Welt zu erobern und alle zu versklaven? Es ist zwar wahr, dass mein Volk seinen finsteren Ruf in vielen Belangen verdient, aber denkt auch daran, dass ich ein Verstoßene bin und ihren Ansichten keine Loyalität entgegenbringe. Ihr und ich, wir sind Abbilden, Gefährten. Das ist ein Wort, welches ich in den Höhlen meiner Heimat selten benutzen konnte. Vielleicht bietet ihr mir die Gelegenheit, die Bedeutung eines solchen Wortes hier in eurer Welt kennenzulernen. Ich fühle mich wie eine Schurkin.
Ich kann nicht behaupten, dass ihr mir nicht auch weiterhin ein wenig unheimlich seid, aber ich kann euch sagen, dass ich mein Bestes geben werde, um euch eine Chance zu geben. Das ist alles, worum ich euch bitten würde. Ach, es ist nicht... Was denn jetzt schon wieder? Und der Nächste, der sprechen. Oh, und die Edwin-Musik. Bedrohlich. Shadow, was genau habt ihr an? Ich befehle euch, die Rajimi-Hexe zu töten. Nicht verstanden. Sollte ich es möglicherweise in einfachen Worten wiederholen? Oder sollte ich es euch niederschreiben und es fünfmal am Tag laut vorlesen, damit ihr es euren kleinen Köpfchen behalten könnt? Oh. Verdammt, der Text dürfte eigentlich nicht auftauchen. Oh, ich habe euch sogar sehr gut verstanden, aber ich habe euch nicht beachtet. Nee, ich habe versprochen, sie zu töten und ich werde mein Wort halten. Auf eure ganz eigene trostlose und schäbige Art ist euer Auftreten recht eindrucksvoll. Wenn man mal von eurem ungewaschenen Gesicht, eurem schrecklichen Akzent und eurem Bettlerkleidern absieht, jetzt hinfort mit euch, Äffchen. Sagt, was ihr wollt. Und der Nächste, warum wollen die jetzt auf einmal sofort reden? Was ist denn passiert? Humpf, im Moment. Wer schleicht jetzt hier herum wie bestellt und nicht abgeholt? Hör zu, Mädchen. Ich weiß euer Mitgefühl zu würdigen. Es ist nur gerade sehr schwierig, das auszudrücken. Versteht ihr? Na, ich weiß nicht. Bei Moradins Bart, ich versuche mich hier zu entschuldigen. Jetzt macht es mir nicht noch schwerer, als es sowieso schon ist. Aber es sieht so lustig aus. Natürlich verzeihe ich euch, Brinker. Unter einer Bedingung. Und die wäre, dass ihr wieder vernünftig mit mir redet. Ich werde mir Mühe geben. Juhu! Noch jemand? Gesprächsbedarf? Wenn es denn sein muss. Okay. Sind wir jetzt durch? Eure Wälder kommen mir sehr fremd und doch irgendwie bekannt vor. Okay. Erstmal abspeichern. Dann ausplündern und dann versuchen zu schlafen. Kein Wunder, dass die uns abgeschlachtet hat. Die ist ja voll mit magischen Sachen. Zwei magische Schwerter gleich. Und dann auch noch die Tränke, die ich leider nicht bekommen habe. Aber jetzt schlafen wir und dann versuchen wir uns an den Bogenschützen. Oder auch nicht. Alles wegen des lieben Bildes. Jetzt versuchen wir zu schlafen. Wir wollen uns einfach nicht hier nächtigen lassen. Aber als würden Skelette aufhalten können. Geben auf jeden Fall gute Erfahrung. Wie sieht's mit den Erfahrungspunkten eigentlich bei euch aus? 300 noch? Ein bisschen mehr. 300 noch. Bei ihm ein. Ich kann nicht drohen. Jetzt aber. Und es hat auch geklappt. So, jetzt muss ich die zwei Bogenschützen erledigen. Wenn die auch so gut bewaffnet sind, dann wird es übel. Da haben wir sie. Die machen es mir auch nicht gerade leicht. So. Alles wegen des lieben Geldes. Die nutzen ihren Bogen gar nicht. Fuck, doch. Ja? Wenn ich ihn allerdings blind machen kann. Sänger, denn ich bin von edler Abstammung. Habe ich ihn wurde geblendet. Sehr gut. Sag mir, was alles wegen des lieben Geldes.
Verdammt, wie viele Heiltränke die dabei haben. Viel mehr kann ich nicht. Ja? Ich warte. Alles wegen des lieben Geldes. Nein, Mikonia ist tot. Neu laden. Das ist doch lästig, lästig. Wie könnte ich das... Ich habe eine Idee. Auch die sind ultra stark. Danke, Balancing Modder. Dass sie die ganzen Begegnungen so ausbalanciert. Dass sie ja jetzt überhaupt möglich sind.